Hallo und herzlich willkommen zu Teil 59 vom Renegade Run. In der letzten Folge haben wir mit Garrus seine Loyalitätsmission erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, Garrus ist loyal, Sidonis ist tot und jetzt machen wir die Loyalitätsmission für Fane und da wollen wir dafür sorgen, dass er nicht loyal ist. Das heißt, eigentlich weiß ich nicht genau, was ich machen muss. Ich hoffe, ich krieg's auf den Weg hin. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Ich weiß noch, dass diese Mission, dieses Verhör war, da glaube ich, in der Tür da hinten. Da haben wir beim letzten Mal richtig verkackt mit unseren Aussagen. Richtig verkackt. Und haben dann am Ende, kam jemand rein. Der hat dann seinen Anwalt oder so hatte der dann dabei. Und er hat dann gesagt, was geht hier vor, bla 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 und so. Und wir haben einfach gesagt, ja, ist alles erlaubt. Wir sind nämlich Spectre. Wir können uns das einfach erlauben. Wir dürfen machen, was wir wollen. Jetzt sind wir kein Spectre mehr, aber wir haben rote Leuchtaugen. Ja? Also schauen wir mal. Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich einen Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Interessant. Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert, er ist eher ein Bote. War früher eine Schachtratte und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Eine Schachtratte, das ist voll hart, ey. Wie haben Sie Maus genannt? Schachtratte. Ein Slang-Ausdruck für die armen Kinder, die auf der Station aufwachsen. Wenn sie klein sind, spielen sie oft in den Lüftungsschächten, weil die Erwachsenen ihnen dorthin nicht folgen können. Ist das sicher? Eher nicht. Sind die Schächte nicht gefährlich? Alle paar Monate ziehen wir eine kleine Leiche heraus. Von Ventilatorenblättern aufgeschlitzt, alle Knochen durch einen Sturz gebrochen, durch ein Vakuum erstickt. Das Übliche halt. Und das sind nur die, von denen wir erfahren. Die meisten verschwinden einfach. Vielleicht werden sie in den Weltraum gesaugt. Oder sie fallen in die Proteinbottiche der Keeper. Maus hat so lange überlebt, dass er nicht mehr durch die Schächte passt. Er war einer der Klügeren. Oder er hatte nur mehr Glück. Wie er das erzählt, wie gelassen, das finde ich relativ krass, muss ich sagen. In was für Schwierigkeiten ist Maus denn geraten? Dreckige Jobs für halbseidene Typen. Schachtratten machen alles, um über die Runden zu kommen. Datentransport, Diebesgut verticken, Geschäfte mit illegalen VI-Identitäten. Frech. Er hat nämlich auch eine von ihnen verkauft. Von mir? Ja. Wenn man eine Datei löschen wollte, hat sie gesagt, ich lösche Daten wie sie auf dem Weg zu richtigen Fehlern. Das ist ziemlich extrem, Commander. Lachen Sie nur, Garrus. War allerdings buggy und ist alle halbe Stunde abgestürzt. In der Fehlermeldung ging es darum, dass das Wohl der Galaxie auf dem Spiel steht und man das Problem selbst lösen soll. Ich hab genug gehört. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sie sollten eine Kopie von Shepard VI mitnehmen, wenn Sie mit ihm reden. Sieht aus, als sei Ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja, sehe ich auch so. Wenn Maus sie nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest, wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Sie kennen uns nicht, Captain. Warum helfen Sie uns so bereitwillig? Weil ein Good Guy ist. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren in Sakera. Jeden Tag werden Kinder kriminell, weil sie keine andere Wahl haben. Weil sie ihren Eltern gleichgültig sind. Sie hingegen versuchen, Iris zu retten. Ein dunkler Weg liegt vor ihm. Dann beeilen wir uns mal besser. Was für schlaue Sätze er immer sagt. Ein dunkler Weg liegt vor sie ihm. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Colliard ein Attentat plant. Natürlich nicht. Ich habe ihm auch nicht gesagt, womit Sie Ihr Geld verdienen. Besprechen Sie sonst Ihre Attentate vorher mit der Polizei? Hab schon kapiert. Danke, Shepard. Besprechen Sie Ihre Attentate zuvor mit der Polizei, klar. Die muss da ja Bescheid wissen. Ist ja die Polizei. So, da war der irgendwo rechts an der Seite, gell? Das weiß ich auch noch. Wie ich Sidonis Applications gerade gelesen habe. Da ist er. Maus. Ja, na klar. Ich kann Ihnen heute noch 2 Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Wer was wollen Sie? Wissen? Oh, scheiße. Kryos? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir?
Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Maul halten, Maus. Woher kennen Sie Thane? Kryos? Hat er ihn nicht... Oh, wenn er nichts gesagt hat, sage ich auch nichts. Als wir den Namen gehört haben, hätte ich nie gedacht, dass es sich um einen und denselben Maus handeln könnte. Er war in meiner aktiven Zeit einer meiner Kontakte auf der Citadel. Er und einige andere Kinder haben mir Informationen über meine Zielpersonen besorgt. Läuft, ey. Sie benutzen dafür Kinder, alles klar. Woher kennen Sie Thane? Kryos? Hat er ihn nicht... Hab ich gerade gefragt. Er war in meiner aktiven Zeit einer meiner Kontakte. Wir brauchen ein paar Antworten von Ihnen. Meine Auftraggeber... Sehen Sie, ich kann nicht einfach jedem Fragen beantworten. Aber mir schon. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für ein Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gefragt, denn die Leute, für die ich arbeite... Für sowas haben wir keine Zeit. Ohne Witz, ey. Ah, oh Gott. Thane, helfen Sie mir. Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb habe ich ihm den Job ja besorgt. Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte. Erklären Sie das. Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das, das Sie gemacht haben, Kryos. Ich hab's dann verbreitet, über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern, Elias Callum. Ohne Witz, was stellt er sich so an? Jahrzehntelang Attentäter sein und jetzt macht er einen auf einen netten Kerl. Oh, warum hast du das mit meinem Sohn gemacht? Das geht ja gar nicht. Wie er davon hinkt. Ich habe nur ein bisschen weggeschuckt. Wegen der Shepherds. Der Schlag tut mir leid. Eines noch. Sie verkaufen doch diese Shepherd VI. Oh, scheiße. Sie haben... Hören Sie, Sie waren tot. Es war völlig legal, eine VI von Ihnen herzustellen. Ich will einen Anteil. Geil, ey. Ich will einen Anteil. Eigentlich will ich eher einen Anteil. Sie haben mit mir Geld verdient. Da steht mir doch ein Teil vom Gewinn zu, finden Sie nicht auch? Oh, na klar. Wie wär's, wenn ich Ihnen eine gewisse Summe überweise? Ich meine, auf Anwälte, Steuern und den ganzen Dreck können wir doch verzichten, oder? Kluge Entscheidung. Kann ich da auch noch das andere sagen, dass ich eine will? Erzählen Sie mir von Callum. Ein Mensch kam vor etwa 10 Jahren auf die Citadel. Er war noch ein ganz kleines Licht, als Sie hier waren, Kryos. Erst nach dem Geth-Angriff wurde er jemand. Viele der hohen Tiere hatte es dabei nämlich zerrissen, in ihren schicken Apartments oben im Präsidium. Jetzt betreibt er das Schutzgeldgeschäft im unteren Bereich des Bezirks. Shin Akiba. Ein wirklich gefährlicher Kerl. Sie haben sich gerade jede Menge Schmerzen erspart, junger Mann. Ja, sicher. Aber wenn Callum davon erfährt, war's das für mich. Und ich kann nichts dagegen tun, außer mich zu verstecken. Kryos, wenn Ihnen irgendwas an mir liegt, dann verpassen Sie Callum eine Kugel, bevor Sie wieder gehen. Können wir machen. Bin mal gespannt, wie viel Geld ich jetzt krieg. Gehen wir zurück zu Bailey. Wie viel Kohle war das? Hallo, habe ich jetzt gar nichts gekriegt? Das ist ja frech. Das ist ja wirklich frech. Was muss man jetzt machen? Muss man jetzt nicht zum Dings zurückgehen? Zum, was mache ich hier? Ja, mit Bailey. Der nimmt den nämlich, glaube ich, gefangen. Und dann verhören wir den. Und der ist halt dann nicht so großkotzig. Das war richtig geil, wie er uns verarscht hat. Und wir dann einfach, wir sind Spectres, das ist alles hier völlig legal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gehen wir denn davor? Ob ich davor mal speichern soll? Ich glaube, das mache ich. Wir haben dann nämlich immer so abgewechselt zwischen gut Cop, Bad Cop gefühlt und haben es komplett verkackt. Ich weiß nicht, ob wir diesmal auf der schlechten Seite bleiben. Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem man zusammenarbeitet? Elias Callum. Callum? Scheiße. Also, das ist jetzt peinlich. Callum und ich haben ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Er besticht sie.
Wenn Sie sich schmieren lassen, bitte sehr. Mir ist egal, wie Sie Ihr Revier führen. Ich will nur wissen, ob Sie mir helfen. Ja, ich helfe Ihnen. Keine Frage. Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in ein privates Zimmer. Dort können Sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Kelhem glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Themenwechsel. Verhaften Sie Elias. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Guter Mann. Guter Mann. Ob man den brechen kann? Das hat nämlich nicht so gut funktioniert beim letzten Mal. Wir haben Callum. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine VI so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Der kam nämlich dann rein. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Immer Druck machen. Seien Sie der gute Bulle. Seien ich bin der böse Bulle. Plan? Ich bin fürs Improvisieren. Kein Plan überlebt den Kontakt mit dem Feind. Das ist vermutlich richtig. Also gut. Dann werde ich mich nicht einmischen. Es dürfte schwierig werden. Wenn wir zu sanft mit ihm umgehen, kommt sein Anwalt am Bailey vorbei. Und wenn wir zu hart sind, nun, wir brauchen ihn lebend. Wir bringen ihn zum Reden. So oder so, er wird uns erzählen, was wir wissen wollen. Ich mache jetzt nur Bad. Ich wünschte, ich hätte Ihre Zuversicht. Otter, was mache ich? Ich weiß es nicht. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? Der geht da schon gut mit um, der Kerl, muss ich sagen. Ich bin ein Spectre, reden. Ich heiße Shepard, ich bin ein Spectre. Beweisen Sie das. Ich muss gar nichts beweisen. Spectres stehen über dem Gesetz. Ist das klar? Kristallklar. Gut. Zu Ihrem Glück bin ich nicht hinter Ihnen her. Sie haben einen Attentäter angeheuert. Wer ist das Ziel? Joram Talid. Ein Turianer. Führt gerade Wahlkampf. Er lebt in den 800 Blocks. Danke. Wir werden uns nicht wiedersehen. Nichts für ungut, was? Aber das Problem sind Sie für mich viel zu unbedeutend. Das könnte als kürzestes Verhör aller Zeiten in die was? Geschichte eingehen. Das war's. Was? Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für ein Attentat auf einen Turianer namens Joram Talid. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Das ist Demokratie. Ist die Lage so schlimm, dass jemand öffentlich eine Menschenhasskampagne führen kann? Haben Sie nicht gehört, was die Aliens sagen? Sie glauben, der Rat sei ausgelöscht worden, weil unsere Flotte ihm die Hilfe verweigert hat. Ist ja auch so. Dass wir dafür gesorgt hätten, dass im neuen Rat nur Menschen und Ja-Sager sitzen. Udina lässt sich von ihnen nichts gefallen, aber das scheint es nur noch schlimmer zu machen. Sie benehmen sich, als wären wir Verbrecher in Kampfstiefeln, die einen Putsch durchziehen. Mir ist völlig egal, welche Politik Joram verfolgt. Es geht hier nicht um ihn, sondern um Thanes Sohn. Ihnen mag es egal sein, aber die Leute, die hier leben, sehen das anders. Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Krass, wie ich einfach reingehe, einmal rot drücke und es war's schon. Wie ich das beim letzten Mal hart verkackt habe. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talid über die Wartungsstege. Das ist einfach erzählt. Sagen Sie mir, was er tut. Direkt. Durch den Kurganer-Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. So, jetzt müssen wir irgendwie hinkriegen, das zu verkacken. Amon Kira, Herr der Jäger.
lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Gewähre mir Vergebung. Ich speichere mal nochmal. Keine Ahnung. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Sie können darauf zählen. Zeig. Ich bin an ihm dran, Thane. Er spricht mit einigen Wählern. Verstanden. Sind Sie in Position? Ja. Es war wunderbar, mit Ihnen allen zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass Sie zur Wahl kommen werden. Ich folge ihm. Ja, wie verkacken wir das jetzt? Ihn verpassen oder so? Geht das? Aber das wird wahrscheinlich ein kritischer Fehler sein, oder? Ich guck mal, was passiert, wenn ich das Update nicht gebe. Haben Sie das Ziel im Blick? Haben Sie... Hallo? Haben Sie das Ziel im Blick? Hallo? Shepard, was ist sein Status? Weiß nicht. Ich höre nix. Okay, krass. Habe ich es jetzt verkackt? Ah! Krass, jetzt führt er das Dings durch, führt das Attentat durch. Das heißt, wir hindern ihn jetzt nicht am Attentat. Krasser Shit. Das Rad des Feuers verschlingt eine weitere Seele. Entropie siegt. Entropie siegt immer. Ich wollte gerade sagen, Entropie siegt immer. Ha! Was? Und es war's, oder was? Fane ist abgelenkt, weil er seinen Sohn nicht finden konnte. Seine Effektivität könnte darunter leiden. Fanes persönliche Angelegenheit hat Probleme mit der Politik der Citadel ans Licht gebracht. Möglicherweise müssen Elias Callum und ähnliche Verbrecher unterstützt werden, um gegen die Vorurteile Menschen gegenüber vorzugehen. Bailey von C-Sicherheit bietet eine mögliche Rekrutierung an. Krass. Das heißt, Fane ist jetzt nicht loyal, oder? War das jetzt sinnvoll oder hätten wir... Boah, das ist halt so schwer. Wenn wir der ganzen Sache jetzt gefolgt wären, hätte das dann auch unweigerlich dafür gesorgt, dass Fane loyal ist? Schon krass, was ein komischer anderer Ausgang das jetzt einfach war. Ist die Mission jetzt einfach fertig? Der denkt sich jetzt alles klar. Jetzt ist es halt so. Jetzt brauche ich mit meinem Sohn auch nicht mehr reden. Krass. Ich muss jetzt gehen. Völlig krass. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Das ist ja so krank. Hä? Da gibt es halt wahrscheinlich so viele unterschiedliche Ausgänge. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt so, oder? Vielleicht mal mit ihm reden. Das würde mich jetzt interessieren, ob ich mit ihm reden kann. Aber das wäre ja mal so ein abruptes Ende. Ich dachte, wir haben da bestimmt kritischen Fehler oder so und können nicht weitermachen. Aber das wäre ja so ein abruptes Ende gerade. Weiß nur nicht, ob wir... Gibt's was Neues? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Aber cool oder krass, dass wir trotzdem einen neuen Ausrüstungsgegenstand bekommen. Nö, haben wir gar nicht. Hä? Hieß es nicht neues Outfit? Neues Outfit verfügbar? Keine Ahnung. Gehen wir mal zu ihm. Ich will mit ihm reden, ob das jetzt irgendwie eine Rolle spielt für ihn. Weil der hat jetzt einfach nur noch den Spruch gesagt. Shepard. Halten Sie sich senkrecht? Senkrecht halten. Ziemlich passende Formulierung. Halten Sie sich senkrecht. Ich habe durchaus das Gefühl, mich senkrecht zu halten. Obwohl die Schwerkraft mich langsam nach unten in die Horizontale zieht. Aber ich sagte, ich würde Ihnen gegen die Kollektoren helfen. Dadurch habe ich zumindest was, worauf ich mich konzentrieren kann.
Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Da ist nichts mehr, worüber man reden könnte, Shepard. Okay. Das verstehe ich nicht. Ich sterbe entweder bei dieser Mission oder ein paar Monate danach. Meine Frau ist tot. Mein Sohn ist verloren. Was mein Körper in diesem Leben getan hat, sollte niemals erzählt werden. Wenn ich fort bin, wird es sein, als hätte ich nie gelebt. Also frage ich Sie, worin liegt der Sinn? Die Finsternis zwischen den Sternen ist gewaltig. Alter, krass, ey. Wow, wie dark das ist. Nicht die Hoffnung aufgeben, ich mache mir Sorgen. Viel Spaß beim Selbstmitleid. Wir haben unser Bestes gegeben. Wenn Sie hier Trübsal blasen wollen, ist das Ihre Sache. Aber wenn ich rausschaue, sehe ich in der Galaxie verdammt viele Sterne. Die Galaxie ist winzig, verglichen mit dem endlosen Ozean des Orkusnebels. Was, der Orkusnebel ist viel größer als die Galaxie? Okay. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Da ist nichts mehr, worüber man reden könnte, Shepard. Was ist los? Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Er war meine letzte Chance, diese Welt besser zurückzulassen, als ich sie vorgefunden habe. Die Kollektoren löschen tausendfach Leben aus. Wir tun etwas Gutes, wenn wir sie vernichten. Das Böse zu entfernen, ist nicht dasselbe wie etwas Gutes zu schaffen. Ich habe lediglich den Schmerz der Gegenwart gelindert. Je näher ich dem Ende meiner Reise komme, desto klarer wird mir, dass ich mehr für die Zukunft hätte tun sollen. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Es waren paar coole, interessante Dialogzeilen, aber leider, das geht mir dann ein bisschen zu wenig weit, muss ich sagen. Klar, das ist jetzt schon wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber das dann noch ein bisschen mehr zu thematisieren, ich habe so das Gefühl, es unterscheidet sich nicht arg. Also klar, okay, der ist jetzt mega niedergeschlagen und so, aber trotzdem sind es halt nur ein paar Sätze, die er sagt und ein paar Sätze, die ich höre. Mehr ändert sich da nicht. Wenn das halt deutlich ausführlicher wäre, fände ich das richtig krass. Fände ich richtig cool, wenn das so wäre. Aber das ist doch immerhin mal was, oder? Sein Sohn wird Attentäter und er ist richtig niedergeschlagen. Es fühlt sich scheiße an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin ein bisschen froh, wenn wir hier durch sind. Wenn ich das nächste Spiel spielen kann und wieder der gute Kerl sein kann. Das fühlt sich schon echt ein bisschen kacke an, so ein Assi zu sein. Wobei theoretisch haben wir hier jetzt gar nichts Schlimmes gemacht oder so. Wir haben halt es nicht geschafft, den Politiker zu verfolgen. Und damit konnte der halt das Attentat verüben. Aber eigentlich können wir da ja überhaupt nichts dafür. Eigentlich sind wir da ja gar nicht die Bad Guys, so theoretisch. Aber ich muss mir auf jeden Fall angucken, was es denn da für verschiedene Sachen gibt. Vielleicht muss ich doch davor gucken und dann entscheiden, welchen Weg ich gehe. Es ist echt schwer, weil so hatte ich jetzt die Überraschung, das war schon cool. Aber auf der anderen Seite hätten wir vielleicht noch was Geileres wählen können. Deswegen ist schwer, dieses Abwägen. Soll ich davor gucken, wie die Geschichte ausgeht oder was ich machen muss, dass die Geschichte so ausgeht, wie ich will? Oder lasse ich es? Schwer. Ich muss mal gucken, aber ich gucke mal, was es hier denn für andere Möglichkeiten noch gegeben hätte. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ich bin noch nicht genau sicher, wo wir dann hingehen. Ob wir dann schon nach T'Chanka vielleicht gehen oder ob wir nach Omega gehen. Eigentlich wäre Omega interessant, wegen Morinth. Weil es würde mich schon interessieren, was für eine Begleiterin Morinth wäre. Würde mich schon interessieren. Schauen wir mal. Oder wir können auch nach Pragia mit Check. Aber da muss ich auch überlegen, was ich da noch mache. Wie ich da noch vorgehe, was ich mit Check anfangen möchte. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.